Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge hatten wir ja einige Probleme hier mit dieser Insel. Und ja, ich habe uns mal einen Gefallen getan und bin schon mal hier hingegangen zu dem Punkt und hoffentlich überleben wir es jetzt hier. Ich habe nicht so das Gefühl. Achtung, Erdbeben. 10, ja, diesmal schaffen wir ohne Schaden. Weil hier ist eine Kiste aufgetaucht, also nehme ich mal an, dass wir hier sicher sind, oder? Oder? Bitte sagt, wir sind hier sicher. Ich glaube schon, oder? Und jetzt kann ich auch nichts an der Küstenwache. Mich lenken. War doch gar nicht so schwierig, oder? Aber ich habe die Kiste direkt angesammelt, ne? Na toll, jetzt habe ich keine Ahnung, was da in der Kiste ist. Egal. Eine Mission geschafft und das war's. Eieiei. Missionen werden langsam hartnäckig hier. Gold. Jawohl. Bams. Boah. Geheimnis, jawohl. Wie macht man diese Kiste wohl auf? Ich schieß mal drauf, okay? Dann geh weg mit der Pistole. Dann nehme ich sie und schmeiß sie gewaltsam gegen den Boden. Verdammt, warum geht das nicht auf? Dann wird er es endlich lernen. Ist das William? Keine Ahnung. Wie ein Hammer. Ich freue mich, dass ich geschlagen wurde. Was ist mit dem los? So, wir haben ganz schön viel freigeschaltet. Super Schaf-Contest, Geplapper und Fischhalter. Und ich speichere jetzt erstmal. Vielleicht machen wir die ganzen Contests auch noch mal irgendwann, aber machen wir erstmal die Story. Ich weiß, ob ich die überhaupt mache. Ich habe so nicht. Ich will ehrlich gesagt nur die Story machen. Damit, darauf habe ich mich irgendwie eingelassen. Und ja. Mal gucken, was da alles vorkommt. Mal gucken. So, mit Angeln und Wiederhaken. Ja doch. Der berüchtigte Pirat Rosabart hat das offene Meer schon viel zu lange terrorisiert. Endlich haben die Mächte dort oben beschlossen, dass dieser ordinäre Kerl und sein Kumpan zu weit gegangen sind. Sie wünschen sich, dass diese Bedrohung endlich gebannt wird. Es scheint jedoch, als hätte er eine totale Flasche in Sachen Navigation unseren Helden an den falschen Ort geschickt. Was kann man da nur tun? Ich habe eine Idee. Wenn sie es nicht schaffen, zum Ziel zu kommen, wäre vielleicht der schlaue Einsatz einer altbewährten Technik zum Dahingleiten über das Wasser sehr lobenswert. Lohnenswert. Okay. Wie übers Wasser gleiten? Bin ich Jesus oder wie? Oder Naruto? Keine Ahnung. Was weiß ich. Es kommt jetzt wieder ein normaler Kampf. So ein stinknormaler. Bitte. Das sind meine liebsten Kämpfe. Sammeln Sie Ihr Verstecken und geben Sie sich sehen. Ungeziefer! Abschaum! Ungeziefer! Abschaum! Ich kann Ihre Gesichter nicht mehr sehen. Lass uns diesen Ort aufräumen. Sieht aus, als würde Rosa Blatt irgendwas da lagern. William Orm ist nächster. Die haben 10 Punkte. Was? Wir haben nichts im Zug überspringen, ja super. Dreimal Bazooka. Sehr gut. Damit kann man leicht töten. Ups. Zum Glück war ja kein Wasser drunter. Das wäre nämlich sehr problematisch gewesen. Warte mal hier. Dann mal Bazooka. Ob ich die von hier aus treffe. Ich glaube, das war nicht gut. Was? Jawohl, so lobe ich mir das. Okay. Geklappt. Genau das wollte ich. Und wie heißen die? Die Evil? The Evil Ones. Wow, Doppelsprung.
Und die treffen mich wahrscheinlich mit der Granate, ne? Nö. Mal annähernd. Na gut, ihr Noobs. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh doch, das ist gut. Mach meine Kamera ein bisschen weiter weg. Geht doch nicht in der Luft, wenn ich dann nah heranlaufe, oder? Nochmal eine Bazooka. Kriege ich nur Bazookas? Was soll das denn? Ja. Ist gut. Ja, ich bekomme nur Bazookas anscheinend. Ich krieg doch irgendwie, oder? Nein! Meine Güte, ist die Rakete gerade über das Wasser gesprungen? Wir auch noch nicht gesehen. Wir werden ja jetzt genug Bazookas haben, um die irgendwie zu treffen. Der hat sich zum Glück... Ey, mach keinen Mist, ey. Ey, wie der eine sich direkt hier so auf das Ding platziert hat, ey. Wie soll ich die denn da hinten treffen, Mann? Wehe, du triffst die Palme. Gott verdammt! Soll ich denn da hinkommen, ey? Aber keine Chance, da hinzukommen, ey. Und die treffen ja volle Möhre. Warte, den da um, den schnapp ich mir. Dann habe ich 9, ja, recht locker. Warte. Schon, ich wette. Jawohl. Komm schon. Jawohl. Den einen treffe ich auch locker. Der ist direkt neben so einem Fass. Ich muss ja nur die Insel irgendwie so treffen, glaube ich. Henchman schlummert im... Genau, 2. Sehr gut. 2 gegen 2. So lobe ich mir das. Die mit dem Scharfschützen, Splitterbomben, Splittergranaten. So, wo ist der eine? Ich muss den irgendwie treffen, ey. Oh Mann. Hab ich noch nie im Leben. Ich mit Bazookas. Was? Achso, das Ding ist gewesen. Nein! Ausgerechnet, das Ding wird getroffen, ey. Mann! Das gibt's nicht! Sag mal, tun die hier irgendwie nicht irgendwie durch den Wind irgendwie beeinflusst werden, oder was? Gibt's doch nicht. 10 Stück. So, das werde ich auch wohl treffen da hinten. Obwohl, der Wind ist auch gut. Nur die Höhe. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Auf. Jawohl, so lobe ich mir das. Ist nur noch du. Meine Güte, der auf das ganz kleine Häuschen da. Er positioniert sich wieder da drauf. Ich muss mit William treffen, ey. Warte mal, er schießt doch auch die ganze Zeit wieder auf mich. Na, warte. Muss ich das Teil treffen, ey. Komm schon. Jawohl. Oh Mann. Jawohl, so lobe ich mir das. Er geht einfach so unter. Das nenne ich eine Bazooka. Mission erfolgreich. Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön. Da war der Wind irgendwie nicht auf meine Seite, sondern nur auf die der Gegner, habe ich so ein Gefühl gehabt. Aber die sind irgendwie voll geil geflogen bei denen.
Ja. Silber. Okay. Yay. Ein Geheimnis, jawohl. Oh, warum drücke ich das eigentlich nicht weg? Das ist immer das gleiche, aber egal. Ist ja egal, Mann. Wer weiß, da drücke ich irgendwie eine Animation weg, irgendwie die wir noch nicht gesehen haben. Aber die haben wir schon gesehen, die Oma. So, Scharfschütze. Bams. Speichern. Das könnte ja alles passieren. So, nächste Mission. Freifahrt für Kleinen. Was? Nach einem lustigen Tag auf dem Jahrmarkt kommen sie nicht einfach ohne so davon, ohne zu zahlen. Die Leute vom Jahrmarkt sind ziemlich gerissen und im Augenblick ziemlich sauer. Schnorrer können sie auf den Tod nicht ausstehen. Der Preis für jede Attraktion ist eine Landmine. Sammeln Sie die Kisten und bringen Sie das Entgelt brav zu jedem Verkaufsstand. Die Besitzer lassen sich nicht ziehen, bevor sie bezahlt haben. Alles klar. Warum sind Minen irgendwie so Allzwecksachen? Die sollen dafür irgendwie Leitungen miteinander verbunden sind. Die sind irgendwie eine Währung. Was soll das? Was ist das für eine verdrehte Welt von den Worms? Komm auf den Jahrmarkt. Die Fahrt zum Bezahlen, sie enthalten Kisten und jeweils in jeden Verkaufsstand werfen, okay. Minen sammeln, reinwerfen. Sobald ihre Fahrt bezahlt ist, lassen sie die Würmer endlich in Ruhe. Bezahlen sie alle Fahrten, um die Mission abzuschließen. Meine Güte. Sag mir nicht, ich muss hier alles von denen überleben. Die stehen einfach nur so da, ne? Das ist doch eine Mine. Da liegt Geld einfach so rum, was zum Teufel? Oh Mann. Wie Balken, ich will eine Mine. Ich kann nicht unter Stress hier die ganzen Balken noch aufstellen. Sind die etwa wie ein Bazooka? Ja klar, und die haben so eine geile... Wie soll ich denn das überleben, ey? Nimm da auch einen Knall. So. So, hier, du Pisser. Ja, das sind Sachen, die ganze Zeit darum fliegen. Ja, meine ich, sollte vielleicht da drauf gehen, ne? Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Hier sollte ich mich irgendwie verteidigen, habe ich so das Gefühl. Wenn er mich jetzt abschießt. Ne? Aber ich muss noch zwei bezahlen, kann das sein? So. Das ist der nächste. Da auf ein Riesenrad wahrscheinlich, ne? Oi. Verdammt! Bestimmt ist er auf ein Riesenrad irgendwas, ich weiß es. Ja, der schießt mich als einziges ab. Nein, nein. Hilfe, Mann. So, Enrique. Willst bezahlt werden? Bitteschön. Ja. Jetzt nur noch einmal. So, wehe, da schießt mich jetzt einer weg. Ich hab bezahlt. Sehr gut. So,
Ich wette, die letzte ist da auf dem Riesenrad. Der Ding ist schon in der Richtung ungefähr. Aber wen habe ich denn jetzt noch nicht bezahlt? Den habe ich bezahlt. Nein! Nee, das geht jetzt weg. Sehr gut. Willst du mich verarschen? Achso. Ma, Hilfe. Mino, danke. Ja, und wie kommt jetzt da hoch? Ich hab da auch Probleme, ey. Sie jetzt auf die andere Seite. Ja, eiskalt Minen drin, ey. Was mache ich danach? Da ist auch eine Mine drin, leck mich. Wie? Nein. Das sind solche Scharfschützen, ne? Muss man darüber, glaube ich. Da! Zum Teufel! Die anderen, die werden mich ja nicht abschießen. Habt ihr ja schon bezahlt, ne? Also ich habe noch ein paar Züge. So. Okay. Weiß ich nur, welchen ich hier noch bezahlen muss. Ich weiß das gar nicht mehr. Verstärkung ist angekommen. Was? Sie mich verarschen? Ich bin jetzt hier den ganzen Weg hochgeklettert. Löwe. Ja, wie komme ich hier runter wieder? Ja. Ich glaube, dich habe ich noch nicht bezahlt, ne? Wäre jetzt so perfekt. Ja, dich habe ich noch nicht bezahlt, Patrick. Hier stick daran. Okay, ich habe die beschädigt, aber ist egal. Wahrscheinlich, weil der eine in der Luft geflogen ist, ne? Egal, was wäre passiert, wenn ich die alle ganz gelassen hätte? Keine Ahnung. Bonze, leck mich. Warum? Habe ich doch wunderbar angestellt. Ey. Speichern. Meine Güte, wie viele Missionen gibt es denn ja noch? Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange ist. Ablöse erwünscht. Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.